tatsächlich schwerer als meins. In dem Kran kein Platz. Also, nach einer lärmigen Straße und einem kletterigen Einstieg sind wir jetzt endlich auf dem Wasser. Ingo und ich werden den wunderschönen Tegernsee umrunden. Ingo, wo geht's lang? Genau, wir sind jetzt hier kurz vor Bad Wiessee eingestiegen am, was ist das, das westliche Seeufer. Wir fahren dann Richtung Süden, Richtung Rottach-Egern, da suchen wir uns irgendwo eine Übernachtungsstelle und fahren dann morgen an der anderen Seeseite wieder zurück hierher zur Einstiegsstelle. Genau das ist der Plan. Und damit herzlich willkommen zum nächsten Gewässerporträt mit Kajan. Und Ingo. Okay, dann mache ich das mal bei mir dran. Aber irgendwie hat es das nicht. Bisher habe ich dem Tegernsee wenig Beachtung geschenkt. Und das obwohl, oder vielleicht auch gerade weil er sehr berühmt ist. Und da war ich wohl im Unrecht. Einige Wochen bevor der heutigen Paddeltour mit Ingo war ich schon mit Andreas hier und staunte nicht schlecht, wie schön der See unter den nicht allzu hohen Bergen liegt. Der See ist auf 747 Metern über dem Meer gelegen und jetzt im späten Sommer doch erstaunlich warm. Mit seinem Umfang von knapp 21 Kilometern bietet er sich optimal für eine Umrundung als Tagestour an. Neben einigen kleineren Zuflüssen ist die Weißach im Südwesten des Sees der Hauptzufluss. Nahe dem Ort Gmund am Tegernsee fließt der See in die dort entspringende Mangfall ab, die später bei Rosenheim in den Inn mündet. Ingo und ich haben erst am späten Nachmittag eingebootet und so werden wir die 21 Kilometer gemütlich an zwei Tagen paddeln. Von der Stadt Bad Wiessee bekommen wir im Boot nicht so viel mit, was nach dem Straßenlärm im Norden des Sees ganz angenehm ist. Wir erreichen die Ringseeinsel im Südwesten des Sees. Diese ist ein Naturschutzgebiet und darf nur weiträumig umpaddelt werden. Anschließend paddeln wir in den Ringsee, der ein Teil des Tegernsees ist. Dort mündet auch die bereits erwähnte Weißach. Können wir ein paar Meter in den Fluss reinpaddeln vielleicht? Meinst du, müssen wir die Boote anbinden? Neu. Ah. Ist das geil kalt? Ja. Ah. Ingo, zum Wohl. Prost, Jan. Prost. Dass wir mal am Tegernsee ja, zelten, das hätten wir, glaube ich, auch nicht erwartet. Im Sperrgebiet. Guten Morgen! Wir sind jetzt gerade dabei, den ganzen Krempel hier zusammenzupacken. Der Jan ist noch voll da beschäftigt. Ja, wir machen uns jetzt einen Kaffee und dann verschwinden wir auch hier. Wir wollen rüberfahren nach Rottach-Egern
und dort irgendwo einen Kaffee bunkern und mal beim Bäcker irgendwas zu essen holen. Ja. So, wieder was aus unserer Rubrik Ingo kocht. Heute gibt's Borage. Ich habe mir extra so ein eingeschweißtes Päckchen gemacht. Da kommt Borage rein, ein bisschen Haferflocken, ein bisschen Milchpulver, ein bisschen Kakao, also löslichen Kakao, dass ihr ein bisschen Süße kriegt, ein paar Rosinen und ein bisschen Trockenzeug. Und fertig ist Ingos Frühstück. Mahlzeit. Während ich noch meinen letzten Kram zusammenpacke, erkundet Ingo die Weißach noch einige wenige Meter. Weit kommt er dabei leider nicht und so stechen wir früh morgens wieder in See. Let's go! Die tiefstehende Sonne, der wir in Richtung Rottach-Egern entgegenpaddeln, wärmt uns dabei angenehm. Auch wenn wir in dem gleißenden Licht kaum etwas sehen können. Wir nähern uns der malerischen Kulisse von Rottach-Egern mit der Kirche St. Laurentius, wenn ich das mal richtig ausgesprochen habe. Anschließend sind wir gespannt, wie der Wächter der Bucht von Rottach-Egern heute auf uns zu sprechen ist. Gemeint ist der sogenannte Killerschwan, der nach Erzählungen wohl schon einige Paddler auf dem Gewissen hat. Bei der letzten Tour mit Andreas startete er einen Angriff auf mich, flog bedrohlich auf mich zu, drehte dann aber kurz vor mir Gott sei Dank wieder ab. Nachher hätte er mich noch gepickt oder auf mich gekackt. Dieses Mal beobachtet er uns und bleibt friedlich. Oder nicht? Doch, dieses Mal wurden wir geduldet und so geht unsere Tour weiter in Richtung Kloster Tegernsee. Nachdem wir in Rottach-Egern doch nicht beim Bäcker waren, nehmen wir uns vor, in Tegernsee anzulanden und eine schöne Pause zu machen. Ein gutes Stück hinter dem Kloster werden wir fündig, mit einer schönen Bank direkt in Bootsnähe. Ich erkunde auch gleich den Ort mit der schrecklich lauten Straße und begebe mich sehr schnell wieder zurück zu der gemütlichen und ruhig gelegenen Uferpromenade. Dem Benediktinerkloster schenke ich am frühen Morgen auch nur kurz und von außen Aufmerksamkeit.
So, also dann gut. Nach dem Frühstück paddeln wir weiter, dann auch endlich mit der Sonne im Rücken. Leider ist die Straße unser ständiger Begleiter. Und so schön der See auch ist, wohnen möchte ich hier nicht müssen. Macht aber auch nichts. Mit ehrlicher Arbeit kann man sich hier eh keine Wohnung oder gar ein Haus leisten. Ah, ist verkackt, ja. Im Norden des Sees erreichen wir Gmund und den Ursprung der Mangfall. Weit kann man in diese leider nicht paddeln, da das nächste Wehr naht. So drehen wir an der gerade im Neubau befindlichen Fußgängerbrücke um und paddeln zurück zum kostenlosen Parkplatz im Nordwesten des Sees. Ich freue mich, wenn dir unsere kleine Tour gefallen hat und wünsche dir bis zum nächsten Mal noch eine gute Zeit.